Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt einen Gewinn oder einen Verlust gerade erzielt haben. Das Projekt eskaliert komplett. Diese alte Bowle habe ich schon seit Jahren in meinem Lager und heute ist sie dran. Vielleicht erkennt ihr ja, was es ist. Risse sehen wir auf jeden Fall. Und? Eins ist ganz klar, es gibt keine Möglichkeit auf der Welt, dass ich diese große Platte irgendwie über die abrichte oder durch den dicken Hobel schiebe. Ich möchte sie aber nicht zerschneiden, trotzdem soll sie gerade werden. Deswegen ist heute alles anders. Wir arbeiten mit einem riesigen Stück Holz und deswegen mit super kleinen Maschinen. Und zuallererst wollen wir mal versuchen, diese Platte halbwegs gerade zu bekommen und natürlich zu gucken, dass wir hier ein bisschen Holz abhobeln, um die schöne Maserung zu sehen. Also brauchen wir einen Hobel und sogenannte Winding Sticks, die wir jetzt hier hinlegen, einmal hier und einmal da und drüber peilen. Diese beiden Sticks legen wir sozusagen auf die beiden Enden und gucken dann von der einen Kante zur anderen und können sehen, dass das Ganze super schief ist. Wir sehen aber auch, in welche Richtung und können anfangen, Material abzuhobeln. Das mache ich jetzt erstmal hier mit diesem Elektrohobel, wo ich allerdings relativ schnell feststelle, dass das viel zu doll staubt und wir leider keine Absaugung anschließen können. Deswegen nehme ich jetzt den hier von Festool. Den kennt ihr vielleicht schon von meinem Werktag-Kanal und damit kann man wirklich wunderbar Material abnehmen. Man sieht, mein Schlauch passt nicht wirklich, aber das meiste wird jetzt abgesaugt. Erstmal quer, weil wir sozusagen die hohen Stellen loswerden wollen. Das ist ein relativ zeitaufwendiger Prozess, aber tatsächlich nicht ganz so schlimm, wie man vielleicht denkt. Wenn wir die Punkte quer in einer Flucht halbwegs haben, können wir das Ganze längs wieder gerade ziehen und dann sollte das Ganze langsam so aussehen. Die beiden Linien sind in einer Flucht. Den Rest schleife ich jetzt und eine Sache ist ganz klar, dieses Brett ist nicht 100%ig gerade, aber so gerade, dass man es als Tisch benutzen kann. Und das ist das, worauf es ankommt aus meiner Sicht. Wir wollen ja die Optik der Platte erhalten. Mann, das war eine ganz schöne Sauerei. Zwei Müllsäcke voll, also zweimal das Ding voll, hat es als Staub gemacht. Aber es hat mega Bock gemacht und ich kann jetzt schon ein bisschen erkennen, was uns eventuell später erwartet. Ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Bowle, ich glaube, sie wird unfassbar schön sein. Mir schwellen die Hände an. Macht nichts. Wir müssen jetzt die Rinde hier abkriegen. Wir probieren es erstmal so. Die ist ehrlich gesagt brutal fest, obwohl die Bowle ja schon, weiß ich nicht, ewig bei mir im Lager liegt. Egal. Ede, mene, mu. Ich hole was anderes. Wir machen direkt die nächste Sauerei. Wir nehmen hier so eine Raspelscheibe. Das geht viel, viel schneller. Also erstmal mit der groben und dann mit einer feinen. Das ist eine Raspelscheibe von Kutzal und das Ding geht wirklich komplett ab. Also es ist komplett verrückt, wie viel Material man da abtragen kann. Am Anfang habe ich es noch relativ vorsichtig gemacht. Jetzt sieht man aber, gehe ich voll rein und das staubt ohne Ende. Also ich würde das beim nächsten Mal auf jeden Fall draußen machen, weil das Putzen einfach extrem ist. Aber man kann wirklich sehr, sehr schnell die Rinde entfernen und natürlich theoretisch gesehen auch die Form relativ gut und schnell bearbeiten. Will ich aber gar nicht. Deswegen habe ich jetzt nur die grobe Scheibe genommen und schleife den Rest jetzt mit dem Schleifpapier. Ich möchte die Form dieser Tischplatte so weit wie möglich erhalten und sie also eigentlich gar nicht verändern. Also schleife ich den Rest so, dass die Linien rauskommen. Stunden investiert. Jetzt wirklich, also ich glaube das dritte Mal meine komplette Werkstatt komplett eingesaut. Um eine Sache komme ich natürlich nicht herum. Für einen Schreibtisch oder auch für einen Gaming-Tisch sind knapp 50 cm hier in der Mitte einfach viel zu wenig. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Irgendwie habe ich gedacht, es reicht. Oder ich packe halt ein Stück Holz hinten dran. Und das Problem ist, dieses Stück Holz sieht so markant und so schön aus. Es passt einfach nichts dazu. Jetzt stehe ich hier ein bisschen wie ein Idiot, weil ich im Prinzip ja fast eine fertige Platte habe. Aber sie ist halt einfach viel zu schmal. Ich habe jetzt eine ganze Weile überlegt. Diese Olivenbowle war sauteuer. Der einzig logische Schritt ist also, etwas anderes Teures hinzuzufügen. Ich habe noch diese schwarze Koski-Platte vom Tattoo-Studio-Projekt. Und ich versuche jetzt, ein Stück davon an diese Platte dran zu bekommen. Ich will das nicht bündig dran haben, sondern meine Idee ist so ein bisschen, wie bei dem Riss auf der Mitte der Platte Abstand zu lassen. Und durch diesen Abstand kann ich dann später die Kabel runterführen. Jones, bist du dir sicher, dass das klappt? Nein, nicht mal ansatzweise.
Und ich habe auch ein bisschen Bammel, diese 400-Euro-Platte unter mir jetzt auch noch zu verhunzen, indem ich die einfach komplett schief schneide. Aber genau das machen wir jetzt. Wir kopieren jetzt die Form. Deswegen liegt unsere Platte auf dem Kopf, zeichnen uns die an und sägen die dann irgendwie aus. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Also los. Oh Gott. Die Form anzuzeichnen ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, weil wir im letzten Schritt die Baumkante ja nicht gerade gezogen haben, sondern sie schief gelassen haben. Aber ich glaube, mit dem Bleistift so halbwegs im gleichen Winkel geht es. Wir sägen es auf jeden Fall gleich aus. Die Stichsäge ist irgendwie nicht wirklich mein bester Freund, muss ich sagen, aber es macht immer wieder viel Spaß, sie dann zu benutzen. Ich säge die Kurve damit mit einem Kurvensägeblatt vorsichtig und sauber aus. Das ging tatsächlich ultra schnell, muss ich sagen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt einen Gewinn oder einen Verlust gerade erzielt haben. Aber an unserer Oberseite haben wir zumindest keinen Ausriss. Das ist schon mal super. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt machen sollen. Diese Platte ist natürlich immer noch deutlich dicker als diese hier. Diese hier muss aber irgendwie da dran. Ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, dieser und dieser Punkt da hinten, die beiden Enden unserer Kurve, die sind relativ in einer Flucht. Was ich jetzt also mache ist, ich überlege mir einen Abstand, den ich hier haben will, der auf jeden Fall mehr sein sollte als meine Finger, weil ich da ja Kabel durchstecken will, ein bisschen mehr. Und dann messe ich erstmal einfach meine 80 cm raus. Und nur zum Verständnis, das ist bis hier. Wir brauchen also einiges vom Schwarzen. Das machen wir dann auf der anderen Seite auch, können hier gerade abschneiden, da gerade abschneiden und da muss es immer noch irgendwie an die andere Platte dran. Das kann ich mir aber später überlegen. Erstmal das jetzt hier irgendwie anzeichnen und absägen. Das ist jetzt wirklich eigentlich gefühlt der erste Part, der einfach ganz normal ist. Einfach nur anzeichnen und einfach nur gerade absägen. Alles andere in dem Projekt war ja bis jetzt so ein bisschen, ja, irgendwie ein Experiment, weil wir ständig irgendwie was anders machen als sonst. Das Absägen ging aber gut. Ich habe jetzt super lange darüber nachgedacht, aber ich glaube, ich möchte es anders machen. Ich habe jetzt den Abschnitt von eben, der ja im Prinzip dieser Form schon halbwegs entspricht, hier nochmal drauf gezwungen. Und ich werde jetzt die Kante hinten nachfräsen, weil ich doch versuchen will, beide Platten möglichst perfekt zusammenzufügen zu einer Tischplatte. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass ich jetzt gleich komplett bereue, weil ich eigentlich einen perfekten Abstand hatte. Aber wir probieren das jetzt aus. Bündigfräser ist drin mit Kugellager oben. Wir ziehen es einfach durch und machen zum wiederholten Mal eine Riesensauerei. Also los. Beim Kopierfräsen kann man jetzt natürlich noch mal gut sehen, dass wir die Kante vorher nicht gerade gezogen haben, sondern schief gelassen haben. Wir müssen also auf jeden Fall das Ganze in zwei Durchgängen machen. Allerdings kommt da gleich auch noch eine kleine Änderung, aber das seht ihr gleich. Wir fräsen jetzt noch ein zweites Mal auf die Tiefe von zweimal der Materialstärke unserer Koski-Platte. Davon machen wir dann nämlich auch noch eine zweite, bringen die zusammen und die packen wir dann hier dran. Hier unten dürfte dann so eine Mini-Lippe sein, die die beiden Platten hält. Das Projekt eskaliert komplett. Gott, egal. Wir fräsen das jetzt nochmal. Dann fräsen wir das andere Stück und dann setzen wir alles zusammen. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob es passt. Es ist ab diesem Punkt auch egal, weil wir schon gefräst haben. Wir müssen es eh irgendwie lösen. Also Fräse an und los. Was man in diesem Video, finde ich, schön sieht, ist, wie mein Kopf funktioniert. Das ist vielleicht für viele von euch manchmal gar nicht so leicht zu verstehen. Aber es ist definitiv das Motto Trust the Process. Ich habe eine grobe Idee und alles andere ergibt sich jetzt im Machen. Und das führt halt dazu, dass ganz oft sich im Prinzip alles ändert. Was ich jetzt hier erstmal mache, ist die beiden Koski-Platten miteinander verschrauben. Das ist nicht der schönste Weg, muss man sagen, aber irgendwie der sinnvollste. Das zu verleimen macht nicht ganz so viel Sinn, weil die halt mit Melaminharz behandelt sind. Und die Schrauben wird man später von unten nicht sehen und wir verschrauben eh den ganzen Rest von unten auch. Also in meinem Kopf macht das Sinn, das so zu machen. Jetzt können wir auch da die Form sozusagen nochmal kopieren, dass wir eine doppelt so dicke Koski-Platte haben. Und auch das mache ich in zwei Durchgängen. Einmal fast alles weg und dann nur nochmal unten die letzte Kante einmal sauber abfräsen.
Jetzt können wir dann die beiden Koski-Platten miteinander noch mal halbwegs auf Form schneiden. Also wir schneiden das jetzt ansatzweise gleich. Wir formatieren das nicht komplett. Das mache ich erst am Ende, wenn der Tisch zusammengebaut ist. Und dann können wir endlich die Risse füllen. Das sind einige. Ich mache das hier wieder mit dem Astfüller in Schwarz. Das passt zu der schwarzen Platte, die wir hinten dran setzen. So, Klötze drauf und dann füllen, füllen, füllen. Es sind wirklich viele Stellen, die ich gefüllt habe. Weil es viele Risse sind. Das Schöne ist, der Riss in der Mitte hat eigentlich die gleiche Form wie die Bohle an sich. Also das finde ich ist echt ein tolles Detail. Und dann, wenn wir das gemacht haben, können wir endlich alles verleimen. Ich nehme hier Leim, der extra eine etwas längere offene Zeit hat, damit ich nicht ganz so gestresst bin. Und ich mache etwas, was ich sonst nie mache. Ich verstreiche den Leim mit einem Pinsel. Zack. So, guckt euch das mal an, wie das passt. Das war so ein gutes Gefühl. Oh. Der Stress vorher war aber immens, das gebe ich zu. Also ich hatte echt Bedenken, dass es nicht gut passt. Umso besser, dass es dann so reibungslos lief. Unsere Platte kann jetzt trocknen. Und ich würde mal sagen, das ist eine der schwersten Tischplatten, die ich bis jetzt gebaut habe. Knapp 40 mm Koski Multiplex und ungefähr 45 mm Olivenholz. Das Ding ist sau schwer. Deswegen bin ich froh, dass ich mir über eine Sache heute keine Kopfschmerzen machen muss und Werbung sagen kann. Werbung für FlexiSpot. Dieses Tischgestell hier habt ihr eventuell auf meinem Werktag-Kanal schon mal gesehen. In diesem Vlog hier, wo ich FlexiSpot auf der Messe in Köln besucht habe. Das ist das E7Q. Jones, das Ding hat ja vier Beine. Genau, das Teil hat vier Beine und vier Motoren. Das ist wirklich das absolute Knallergestell für schwere Sachen. Ich hatte zwischenzeitlich erst kurz überlegt, ob ich einen Esstisch daraus baue, aber für den Gaming-Tisch macht es einfach viel mehr Sinn, weil wir die schwerste Platte der Welt haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir liegt dieser kleine Drache hier gerne unten an meinen Füßen. Und das ist ein Riesenvorteil bei den FlexiSpot-Gestellen. Es gibt einen Kollisionsschutz. Wenn ihr also euer Tischgestell hoch oder runter fahrt und irgendwo gegenstoßt, dann stoppt das Ganze. Das funktioniert auch wunderbar mit Kindern, denn weder Kinder noch Hunde möchte man ja einquetschen. Deswegen sind diese Gestelle einfach ganz wunderbar, weil das automatisch immer mit drin ist und ihr könnt nichts zerquetschen. Perfekt! Und das Beste ist, FlexiSpot feiert Jubiläum und zwar siebenjähriges. Wenn ihr auf die Webseite geht, gibt es da allerhand Aktionen. Und das Beste bei FlexiSpot, unabhängig von Aktionen, ist eigentlich, dass es wirklich für jedes Budget das passende Tischgestell gibt. Wir haben viele davon verbaut, sie sind einfach unglaublich nice. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt es mittlerweile auch Stühle, die ebenfalls super sind. Alles rund um das Thema ergonomisches Arbeiten. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir dieses Gestell nutzen können. Denn bei meinem eigentlichen Gaming-Desk haben damals viele gesagt, Jones, warum nicht höhenverstellbar? Und genau das ist ein guter Punkt. Beim PlayStation-Spielen habe ich eine ganz andere Höhe als beim Computerspielen, weil ich bei dem einen zurückgelehnt daddel und bei dem anderen auf der Tastatur hänge. Deswegen nutzen wir das. Das Ding ist schwer, die Platte auch. Beides verbinden wir oben und ihr guckt euch in der Zwischenzeit mal FlexiSpot an. Ich habe es euch hier unten verlinkt. Also, guckt vorbei, E7Q und los. Oh Gott. Jetzt können wir aber alles zusammen auf ein Maß schneiden. Die hintere Linie, die wir vorhin zugeschnitten haben, gilt ein bisschen als Referenz. Deswegen können wir jetzt die beiden Kanten noch einmal zuschneiden, so. Und dann noch hinten eine Rundung dran fahren. Die Koski-Platten sind sehr scharfkantig und da werden später Kabel drüber liegen. Deswegen muss da auf jeden Fall eine ordentliche Rundung dran. Und dann können wir den besten Moment nehmen. Wir nehmen unser Hey Pina Öl, was ganz wunderbar riecht. Da freut sich mein Gamingzimmer schon. Und dann können wir diese Platte ölen. Und meine Güte, das ist so ein unglaublich schönes Stück Holz. Also es ist Olivenholz und es sieht einfach nur fantastisch aus. Deswegen halte ich jetzt einfach mal die Klappe und lasse euch zugucken. Zieht euch das rein, wie das aussieht. Das ist so geil geworden. Das Ding ist, bevor ich jetzt komplett abdrehe und mich freue, müssen wir das leider oben auf dem Dachboden tragen. Hanna und ich mit voller Muskelpower. Los geht's. Ich mach's heute kurz und knapp. Wir haben diesmal fast alles anders gemacht. Überhaupt keine großen Maschinen benutzt. Jonas, deine Fußleiste. Ich weiß, mein Gamingzimmer ist noch nicht fertig. Aber das Wichtigste, mein neuer Schreibtisch. Und ich kann eigentlich nur eins sagen. Ich glaube, ich war lange nicht so glücklich mit einem Projekt. Einfach, weil das Holz so unfassbar toll aussieht.
Und dieser River Table Effekt einfach hier, es sieht unglaublich aus. Und ich bin super glücklich, dass ich das Risiko eingegangen bin, das so zu machen. Umso gespannter bin ich, wie ihr es findet. Also schreibt das unten rein und smasht ein Abo rein. So, und jetzt tschüss. PlayStation ist schon an. Ich will daddeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich spiele übrigens Destiny jetzt. Yippie!